Hallo ihr Lieben, eigentlich wollte ich ja diese Woche überhaupt kein Video machen, aber es ist so viel passiert und ich habe mir jetzt erstmal eine Tasse Kaffee gemacht und ich wollte mal erzählen, wie wir das jetzt so geschafft haben in den Corona-Zeiten. Am 18.03. kam ja von der Regierung der Beschluss, dass wir schließen müssen. Es gab ja in vielen Bundesländern verschiedene Regelungen und wir haben mit Tränen den Laden zugemacht und wussten wirklich nicht, was auf uns zukommt. Und 2-3 Tage später kam in Hessen dann die Info raus, wir dürften theoretisch wieder öffnen. Ich habe der Sache nicht so ganz getraut und habe gedacht, das ist alles zu schwierig mit Corona und habe dann einfach mal zugelassen. Dann habe ich dieses Video mit den Ostergrenzen per Post rausgebracht. Und an der Stelle nochmal tausend Dank, weil wir haben richtig viele Ostergrenze verschickt. Und ich habe auch ganz tolle Fotos bekommen von euch YouTubern, wie ihr die dekoriert habt. Und da zeige ich mal ein paar, die ich bekommen habe im Anschluss. Ja, und insofern haben wir dann einfach mal 1-2 Wochen Zeit verstreichen lassen und ich wollte mal sehen, wie die Lage so ist und wie das Interesse ist, weil es fielen natürlich unglaublich viele Aufträge weg, die Hochzeiten sind ausgefallen, es sind keine Konfirmationen, keine Firmungen, es sind einige Kunden, die auch geschlossen haben, wo für die Rezeption keine Blumen sind, also es war alles natürlich sehr reduziert. Aber es ist eine Zeit, in der ich total viel Solidarität von sehr, sehr vielen Kunden erfahren habe. Und das hat auch unheimlich Spaß gemacht oder unheimlich Freude. Nein, Spaß ist falsch gesagt. Es hat total Freude gemacht zu sehen, wie lieb und wie solidarisch die zu uns sind. Muss ich mal einen Schluck Kaffee kurz nehmen. weil es gibt Kunden, die haben uns angeboten, dass wir Gutscheine denen verkaufen können. Und ich habe einen neuen Newsletter installiert und die Kunden haben ein paar Newsletter bestellt. Und wir haben dann wirklich nur zum Wochenende den Laden geöffnet und haben in den Laden so eine Abstandsbeschränkung reingebaut. Das zeige ich gleich nochmal, ein kleines Video davon. Und die haben super Abstand gehalten, es kam nur eine Person in den Laden. Wow, es war echt Wahnsinn. Und ja, und dann kamen natürlich jetzt auch die Ostertage und die Ausgangsbeschränkungen sind ja immer noch, beziehungsweise die nicht Ausgangsbeschränkungen, sondern dieses Kontaktverbot. Und wie man hier auch sieht, ich habe natürlich auch hier so einen österlichen Strauß zu Hause. Und womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, ist, dass es ganz, ganz, ganz viele gab, die gesagt haben, wir können uns jetzt nicht sehen und wenn wir uns nicht sehen können, dann schicken wir einen schönen Strauß zu Ostern, statt dass wir kommen. Das heißt, diese Woche, also die Woche vor Ostern war unglaublich und unsere Männer haben die Lieferstreuse gefahren. Wir waren jetzt diese Woche total unter Wasser.
Wir werden sehen, wie es weitergeht, aber man bewegt sich so von Tag zu Tag voran und muss einfach gucken, wie sich die Lage entwickelt. Das lässt sich alles überhaupt nicht voraussagen, aber diese tollen, netten, lieben Gesten von so vielen Leuten, diese tollen E-Mails und bleibt gesund, die guten Wünsche, also das ist so eine Zeit, wo man auch merkt, dass unheimlich viel Wärme und Herzlichkeit zählt. Und dass einfach total viel Menschlichkeit da ist. Also deswegen auch euch allen vielen, vielen Dank für diese tollen Gesten und es hat mir richtig Freude gemacht, die ganzen Nachrichten zu bekommen. Ja, und dann habe ich noch so einen kleinen, was anderes Tolles heute im Video, was so eine Folgeerscheinung von Blumen ist. Und zwar, wenn man unheimlich viel mit Blumen zu tun hat, dann hat man auch das Problem, dass aus diesen Blumen leider Gottes auch einige, ungebetene Gäste kommen. Ja? Und diese ungebetenen Gäste, das sind dann so kleine Tierchen, die dann irgendwo mal vielleicht in der Wohnung unterwegs sind. Und bisher haben wir dann immer mit solchen Methoden versucht, die zu beseitigen. Aber die weißen Wände, die finden das natürlich nicht toll. Ja? Und dann hat man immer, und das ist auch für die Tiere nicht schön. Und ich hatte eine Freundin, die hat uns ein Geschenk gebracht und hat gesagt, damit werdet ihr ungebetene Gäste los. Und ich konnte mir darunter überhaupt nichts vorstellen. Und ich muss euch sagen, es ist was wir mehrfach in der Woche in der Hand haben. Es ist unglaublich praktisch und das wollte ich jetzt mal zeigen. Das ist uns auch eine tolle Geschenkidee. Das ist Snappy. Und Snappy ist also ein kleines Kunststoffgehäuse und wenn man jetzt ein Tierchen hat, das man gut ins Freie befördern will, dann geht man einfach auf eine glatte Fläche, macht den Schieber zu und befördert dieses nette kleine Tierchen dann wieder ins Freie mit Snappy. Und es funktioniert so super, weil keines von den Tieren kapiert, dass man was drüber stülpt, weil das ja durchsichtig ist. Und zum Beweis habe ich einfach schon ein paar Videos gedreht. Ich habe Hummeln und was weiß ich was alles aus dem Laden wieder raus befördert. Und das hat genial funktioniert. Oder auch selbst Hornissen hatte ich da schon drin. Also es ist genial. Es ist ein geniales Geschenk. Und ich glaube, als ich die bestellt habe, habe ich mal 10 Stück bestellt. Und alle sagen, es funktioniert wahnsinnig gut. Also den Bestelllink dafür, den schreibe ich noch in die Beschreibung rein. Und ich kann es nur empfehlen, das ist echt der Hammer. Ich kannte es nicht, aber ich verschenke es auch total gern. Ja, und ich habe auch hier nur noch mal so zu meiner Blumendeko. Der Strauß ist ja auch selbsterklärend, die mit frischen Zweigen drin. Gibt ja auch diese schönen Frühlingsblüher, diese kleinen Narzissen. Die habe ich einfach nur in so ein Glasgefäß gesetzt. Ich mag Glasgefäße sehr, sehr gern, weil die so eine Eleganz haben, weil die ein bisschen edler sind, ja, als Keramikgefäße. Und das ist eine Blüte, die kennen viele nicht. Das ist ein Ornithogalum, auch Milchstand genannt. Und das ist eine Blüte, also die blüht wirklich so in diesen Kolben, blüht auch noch unheimlich viel auf. Und die hält 2 bis 3 Wochen. Nicht so viel Wasser in die Vase machen. Es ist unfassbar, wie lange die hält. Und ich habe die jetzt einfach hier mit ein bisschen Kamille und Eukalyptus in so eine kleine Weinkaraffe gestellt und erfreue mich natürlich an diesen vielen schönen, tollen Blumen, weil jetzt sind wir ein paar Tage zu Hause und jetzt wollte ich auch gerne mal tolle Blumen haben. Ja, und in diesem Sinne, das waren die Neuigkeiten. Es wird nächste Woche wieder ein blumiges Video geben. Naja, ein paar Blumen haben wir jetzt ja auch dabei. Aber ich wollte einfach mal so über die aktuelle Situation auch erzählt haben und nicht nur die, ich sage jetzt auch mal, die Probleme oder ungewissen Zeiten verschwiegen haben. Und ich hoffe, ihr bleibt gesund und kommt gut durch diese Zeit. Und ich freue mich, euch bald wieder auf meinem Kanal wiederzusehen. Alles Liebe und bis bald. Tschüss!